Willkommen zurück zu Dying Light. Vergiss nicht, das Video zu bewerten, abonniert meinen Kanal und viel Spaß mit dem Video. Okay, wir können, wenn du bereit bist. Ja. Und los. Gehen wir zu Rice und Rice in den Stücke. Rice Rais. Hahaha. Einfach nur Rice, ne? Wir reißen in Stücke. Guck mal, hier gibt's Armee. Da liegt ein Messer. Crane hier. Ich könnte gerade wirklich Hilfe vom GRE gebrauchen. Zu schade, Crane. Hier spricht das Verteidigungsministerium. Wie? Was geht da vor? Was ist mit dem GRE? Die Einflussnahme durch den GRE wurde reduziert. Wir haben die Führung übernommen und Haran zur Zielzone der Stufe 1 erklärt. Was? Warten Sie! Sie können nicht einfach ein Flächenbombardement durchführen. Es gibt hier noch hunderte unschuldiger Zivilisten. Vielleicht tausende. Irrelevant. Es geht hier um die Sicherheit von Milliarden. Das verstehen Sie doch sicherlich. Okay, hören Sie zu. Ein Wissenschaftler namens Sarah arbeitet hier in Haran an einem Heilmittel. Er steht kurz vor einem Durchbruch. Wenn Sie die Stadt bombardieren... Verstanden. Unwahrscheinlich, dass dieser Wissenschaftler wirklich nützliche Erkenntnisse vorzuweisen hat, aber... Sie haben 48 Stunden. Sollen wir uns viermal ins Bett legen? Ja, komm. 48 hat er doch gesagt, oder? 48 Stunden. Wir müssen einmal für ungefähr 12 Stunden uns hinlegen. Ach so, ja dann. Wenn das funktioniert, ne? Das wäre der Wahnsinn. Und was dann? Dann ist Spiel vorbei. Ja, vielleicht. Wer weiß. Haben wir eigentlich Gegner auf der Map? Sieht schon wieder so aus, würden wir hier rumlaufen und gucken, ob wir finden, was wir suchen. Ah, Aufzug geht nicht. Glaube ich. Keine Ahnung. Wie, Aufzug geht nicht? Doch, geht. Mist, kaputt. Nee, geht vielleicht nicht. Kann ich ihn aufstemmen. Es sieht sehr gut aus, wie du das machst. Danke. Und jetzt? Ah. Von unten. Na bitte. Du kannst einfach das Seil benutzen, was da hängt. Ja, das war besser als bei mir. Und jetzt? Ah. Das sieht echt gut aus, wie du das machst. Danke. Hier sitzt einer. Schleich dich ran und messe ihn. Ich will sein Schwert haben. Alter, ich hab den Säbel. Und er brennt. Scheint nicht so begeistert davon zu sein. Was? Ah, der hat. Die haben da so starke Waffen irgendwie, ne? Ey. Was denn? Hinter uns. Alter, ich jag den Kugeln in den Kopf und der lebt einfach noch. Ah. Lecco mio. Left 4 Dead Style. Genau. Einfach Waffe auf ihn. Ich will die Waffe, die hier noch liegt. Ich muss dafür was wegschmeißen. Oder hast du die gekrallt, die der hier hatte? Tatsache. Nein, hat der so ein 150er oder 148er Ding hatte der dabei. Geh mal bitte, blöde Leiche. Die Waffe ist weg. Die hast du dir gekrallt. Nein. Da, ich glaube nicht. 123er Axt, die will ich nicht haben. 141er Sichel. Warte, ich muss noch ein paar Sachen rausschmeißen. Scheiß Baseballschläger, da braucht doch kein Mensch hier. 125, weg damit. Königin des Punks, 121, weg damit. Hier ist Alkohol in der Küche, Zucker. Die Kaffee. Sichel. Ey, alles, was irgendwie unter 120 ist, ist gerade irgendwie zu schwach gefühlt. Die Wurfsteine brauchst du nicht. Ich hab doch gerade was Gutes gefunden. Die Armeewurfmesser, nur drei Stück.
Braucht eigentlich auch nicht. Gute Nacht. 74 Schaden. Das ist doch ein Witz. Dicke Lippe, 100 Schaden. Kann alles weg. Der Siegfall, 184. Standardwaffen sind schon stärker als das, was ich gecraftet habe vor Wochen. Und du klaust dir all meine Sachen gerade. Deine Sachen? Ja, den Wurfstein und so. Die hab ich dir fallen gelassen. Ach so. Deswegen ja. Waren das meine Sachen. Wenn es auf dem Boden liegt, gehört es dem, der es findet. Ninja Looter. Oh, die ganze. Oh, hier ist aber viel Zeug in der Küche. Nahrung. Müssen wir jetzt doch wieder nach unten. Ja, Schmutzwäsche, wie schön. Direkt mal einsammeln. Ja, das Ding, das blöde Bein mit 120 ist mir eigentlich schon wieder fast so schwach. Ich muss aber, glaube ich. Nee, habe ich alles eigentlich ausgerüstet. Kann ich das Ding vielleicht die Sense verbessern? Wenigstens so ein bisschen. Stimmt. Ja, kann ich. Jetzt bin ich gespannt, wie eine wo steckst du denn? Sense aussieht, die Schnittschaden macht. Oh Gott, wie dämlich. Sieht aus wie ein Schnabel oder so. Zeig mal. Ja, du bist schon wieder so weit weg von mir. Wenn du mal vorrennst. Okay, leise, ja, leise sein, das sind Gegner. Wir machen das jetzt sneaky peaky. Sneaky peaky, wo geht's denn runter? Ach, da. Lass den Messer in Amenakoya. Ja. Hat nicht gemerkt. Du bist tot. Dropkick! Ah, die Süßel ist voll schwach. 110 I, voll ekelig. Minimum 140. Lauf! Du bist so geistig behindert. Ja. Also wenn jetzt keiner Brandon, kommt, ne, weiß ich auch. Keine Spur von Sarah. Keine Spur. Das Gebäude scheint verlassen zu sein. Blöden Messer brauche ich nicht. Vielleicht ist er dort. Schloss knacken, schwer. Soll ich das machen? Oder willst du mal dein Glück versuchen? Ich mach. Hast du auch genug dafür? Ich habe über 70 Dietriche, ja. Ja, alle aufgespart, ne? Weil du nie Schlösser knacken musstest. Ja, ich kann das halt nicht ganz so gut. Und 150er sicher. 134er Cricket-Schläger. Ah, wobei, den könnte ich upgraden. Fertigkeiten und Würfe. Wenn ich so ein Level 2 Upgrade hätte. Ja, Level 2 Feuer. Für einen Baseballschläger. Cricket-Schläger zählen als Baseballschläger. Wusstest du das? Echt? Okay. Ja. Jetzt macht der 150 Schaden bei mir. Kann ich eigentlich direkt mal ausrüsten? Nee, kann ich nicht. Das Ding ist immer noch zu schwach. Den Säbel würde ich gerne mal verbessern. Den 108. Oh, der ist so stark. Ich glaube, die Hacke doch selber aufgesetzt. Nee, doch nicht. 145 Cricket-Schläger. Ich bleibe einfach bei dem, was ich habe. Oh, Pistole. Ja. Deutsche. Die sind. Oh! Polizeigewehre. Munition. Ich glaube, ich kann die Mütze verkaufen. Ja. Was haben wir hier? Inventar voll, nehme ich die Pistole mal mit. Aber jetzt sind wir ein bisschen Money für die richtigen Waffen, die die Verkäufer mal haben, ne?
nach unten. Da sind schon wieder Leute. Verrückt, ich hab was gehört. Ich auch! Dropkick! Geh da weg! Geh da weg! Ich bin tot. Hilf mir. Warum? Der hat mich angeschossen. Ich bin voll ins Feuer reingerannt und der Dropkick alleine killt halt nicht. Dropkick! Yeah. Das war eine dumme Idee, diesen blöden Ellenbogenstoß auszurüsten. Was macht der da? Hat der bei dir auch so geglitscht? Oh, die Kugeln ziehen ja richtig. Pass auf wegen den roten Fässern, ne? Mal gucken. Heil mich mal, wenn du Punkte haben willst. Danke. Ja. Muss Headshots verpassen, dann sterben die schneller. Hast du Gewehr oder... Was hast du, Sturmgewehr? Ich hab Polizeigewehr, weil es wegen dem Einzelstoß. Außerdem ist das Ding stärker. Ich glaube, wir müssen gleich mal ganz, ganz dringend ein bisschen verkaufen gehen. Ich hab Inventar. Jo, hab ihn. Es geht nicht. Könnt ihr den Arsch treten? Hä? Ich glaube, das war's. Weißt du, was cool wäre? Eine vollautomatische Shotgun. Das wäre gut, ja. Wer ist da? Wer sind Sie? Ruhig, Doktor, ich bin's. Crane. Gott sei Dank. Hören Sie, es ist wichtig. Auch wenn ich nun offensichtlich selber in Gefahr bin, darf meine Forschung nicht mit mir sterben. Ihnen passiert nichts, Doktor, aber zuerst müssen wir von hier weg. Und sprechen Sie leiser. Oh, ja, ja, natürlich. Aber verstehen Sie, meine Daten. Dr. Camden braucht sie. Darum habe ich Jade die Pakete gegeben. Ich weiß, Sie wollten das übernehmen. Aber sie war gerade zur Stelle und da es eilte... Doktor? Eine Prise falscher Hoffnung und schon gibt der Herr Doktor seine Geheimnisse preis. Spürt den Skorpion auf, mit allen Mitteln. Mit Vergnügen. Und die beiden hier? Was soll mit denen geschehen? Sie werden sie niemals finden. Niemals. Und ich sage ihnen nichts. Von mir erfahren sie... 10 Euro, er tötet ihn? Nicht darum, sie zum Reden zu bringen, sondern darum, sich... Messer oder Pistole? Ich sag Pistole. Messer. Du sadistisches Arschloch, er ist ein alter Mann. Kümmert euch um sein Knie. Und bringt... Scheiße, er überlebt. Woher sind die plötzlich hergekommen? Von der Decke. Ninjas? Wette ich mit dir. Ja. Die haben sich getarnt wie die Decke, haben sich so angemalt und dann sind sie so runtergesprungen. Richtet ihn auf! Oh Mist. Doktor. Du schleichst dich ein, wie eine Schlange im Gras. Crane, in einer Stadt der Lügen. Bist du der größte Lügner von allen? Wovon redest du? Sag's schon, du Hund! Ja, Kontrollverlust. Eine typisch amerikanische Eigenschaft. Falls ich... What the fuck? Das kam irgendwie random.
Nicht übel. Hä? Schaff die Leichen weg. Crane bleibt. Ja, Sir. Warum hat er die jetzt umgelegt? Wahrscheinlich, weil die nicht beschützen konnten vor dem Schlag. Da waren die wertlos für ihn. Hätte ich auch gemacht. Das ist ja doof. Weißt du, was ich glaube, wir sind? Ohne Waffen? Guck mal, das sind Zombies. Wie gesagt, ohne Bewaffnung, ne? Dropkick! Oh Gott. Lass uns erstmal kurz den Highground suchen und gucken, dass wir irgendwie an Waffen drankommen. Ah, ein ganz guter Hammer. Böller. Hammer. Ah, haben sie ihn verschwendet. Man hat ihnen ihre Sachen weggenommen. Sie finden sie in ihrem Versteck. Wow. Jetzt müssen wir alle unsere Sachen wieder sammeln gehen. Egal, ich hab den hier. Weißt du, was ich habe? Dropkick? Ah, verdammt. Ja, wollte ich gerade eigentlich machen, aber hat nicht so geklappt. Bam, alle weg mit euch. Ich hab doch diesen High Ground C-Knopfdrückattacke da. Der alles wegsplattert, dachte ich. Ja, mit dem. Aber das funktioniert einfach nicht. Ich kann keinen C drücken. So. Brauch ein paar bessere Waffen. Haben die hier keine Schusswaffen reingeworfen oder so? So automatische Schrotflinten und so ein Kram. Fischbein, wow. Gasrohr. Wieso haben die hier nur so schwache Waffen? Ja, sie funktionieren zwar. Immerhin haben wir Gasrohre, anstatt diese komischen Holzbalken. Runner, glaube ich. Und jetzt gerade respawned. Ich genau gesehen. Sind die tot? Boah. Ja, ich habe mehr Kills gemacht als du. Wieso hatten wir einen Wettbewerb? Die Leute werden von deinen Taten hören. Nur schade, dass du dann schon tot sein wirst. Ein erster erbärmlicher Versuch, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Daniel? Ja? Siehst du mich? Ja? Schon zu spät. Okay, guck mal. Eindrucksvoll für eine lebende Leiche. Was war das denn? Ein lächerlich. Oh, ey, der hat eine Machete hier runtergeworfen. Wir brauchen. Komm mit. Oh, da sind bestimmt super Zombies drin. Ich mein Geschenkpapier. Oder Geschenkpapierschleife. Oh, ich hab. Ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Was Großes. Ein Rammer! Warum ist ein Rammer drin? Ein Tank! Nein, ein Rammer, okay. Tank! Vorsicht, Tank! Ich kann nicht rein. Oh, die Musik. Gott, warte. Drop! Hat den nicht beeindruckt. Wow! Der heißt einfach Rammer. Was ist das denn? Da geklaut. Von Left 4 Dead. Der läuft aber auch so wie dieser, wie heißt der? Hey! Das ist voll geklaut. Ja, das ist eine Mischung aus diesem Tank und dem anderen Typen. Wie heißt der? Rammer. Oder so, ne? Charger. Genau, Charger. Ja, also Rammer. Können wir nicht einfach in die Stacheln reinschubsen, ist er tot? Wir müssen ihm, glaube ich, auf den Rücken hauen. Auf den Rücken, sagst du? Ja. Ich hab keine Heilung. So irgendwie oder Wurfwaffen oder ich weiß auch nicht. Irgendwas. Jo, ich hab ihm gerade derbe auf den Rücken gehauen. Okay. Oh, er hat sich umgedreht und miese Zuschauerelterstelle gegeben. Ist das hier Wasser oder ist das Benzin, was hier rumliegt? Können wir irgendwie die Umgebung gegen ihn nutzen? Ja. Lock ihn mal zu mir. Wenn er rennt. Hier, wenn er rennt, einfach gegen etwas laufen lassen, dann ist er benommen und dann auf dem Rücken drauf.
Bock, 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 bock. Na komm. Daneben, 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 auf jeden, auf jeden, auf jeden. Das kommen normale Zombies dazu. Oh fuck. Die wollen's. Ah! Auf jeden Fall tot sehen. Ich bin tot. Oh, ich kann dich doch jetzt nicht wiederbeleben. Warte, also, wenn ich jetzt eh gedrückt halte, was passiert? Ich verliere 2000 Punkte. 2000? Ja. Bin ich jetzt wieder in der Arena oder bin ich draußen und kann den Typen jetzt in den Rücken treten? Ich bin wieder in der Arena. Sogar bei dir. Was mit Steinen? Ja, die anderen, die nerven hier. Wir hätten vielleicht die Gastanks aufbewahren sollen, nicht wahr? Ja, war nicht so schlau, die direkt zu verballern. Ja. Hast du, aber hast jetzt du kommen gerade keine anderen mehr. Hau ihn auf den Rücken. Ich sammle gerade Sachen ein, dass ich mich heilen kann. Oder vielleicht auch dich. Okay, ich komm von hinten. Er wirft nur auf mich. Geh auf ihn. Wenn er dann gleich auf dich geht, sag mir Bescheid, dann springe ich runter. Er geht auf mich. Er ist soweit, wir haben ihn. Nieder mit dir, nieder mit dir. Teabaggen. Hinter dir, pass auf. Er ist looten. Gladiator bekommen. Bam, Bombe kommen und jetzt hinrennen und einen Kopf zertrümmern. Wieso bist du denn tot? Wenn er mich gehauen hat, der Strich, er ist ausgewichen, hat dich geschlagen. Er hat so einen Ninja-Move gemacht. Nicht schon wieder. Oh, jetzt krieg ich auch noch einen Anfall. Hatten wir lange nicht mehr. Ja. Das war nicht, recht oder? Unterhaltsam. Schade, dass es bei diesem einen Auftritt bleiben wird. Damit zögerst du das Unausweichliche nur hinaus. Aber mach das Beste draus. Es soll nicht heißen, ich würde mich nicht um dich sorgen, Crane. Hier ist ein Dixie-Klo. Ist da noch ein großer? Oh, nö. Was ist denn hier? Ich glaube, wir stecken hier offiziell drin fest oder so. Ein Medikit, wir müssen das Medikit benutzen. Warte, hier liegen Böller rum. Hier ist ein Medikit bei mir. Wo das Symbol ist. Wir kennen deine Fähigkeiten mittlerweile, Crane. Der DRI sucht seine Agenten gut aus. Oh, Scheiße. Sind die Plattform. Weg mit der Waffe. Die einzig wahre Ordnung der Dinge. Etwas anderes zu behaupten, ist pure Torheit. Darf ich das demonstrieren? Bassam, hörst du mich? Laut und deutlich. Veröffentliche die Datei. Sofort, Boss. Und fertig. Du bist doch irre. Du hast gerade tausende Unschuldige zum Tode verurteilt. Das kommt von deinem bescheuerten Chaos. Du weißt gar nicht, was die Datei enthält, oder? Genau das dachte ich mir. Der GRI will den Virus waffenfähig machen. Nicht ausmerzen. Menschenleben interessieren sie nicht. Nur der Profit. Du hast ihre Regeln und Gesetze befolgt. Und dich zur Marionette machen lassen. Armselig. Das wär's. Erledigt ihn. Ist übrigens gerade live gesteuert.
Da kommen die Agenten-Skills raus. Doktor, auf geht's. Ich bring sie hier raus. Crane. Fuck, doch, Messer. Du hast recht. Sie die Leute. Ja, Mann. Sie haben das alles nicht verdient. Dürer, her mit der Fackel. Crane! Oder wartet ihr Schweine noch? Erschießt ihn! Auf Wiedersehen, Doktor. So, jetzt braucht er eine Frau. Oder er macht es mit links. Wie, Wettkampf? Warum immer ein Wettkampf? Was ist denn los? Keine mit Ahnung. Dir? Ich hab den Wettkampf nicht gestartet, das warst du, glaube ich. Ich auch nicht. Aber automatisch. Okay, ich will die XP haben, ja? Also verlier gefälligst diesen Wettkampf. Wo müssen wir überhaupt? Ja, bin hinter dir. Okay, sehr gut. Ey, ich wurde zurückgeworfen. Aha, leck FTW. Scheiße. Das war klar. Nein, das war eine Rakete oder so, oder eine Granate. Also. Parkourmeister, 63. Oh, fuck. Mist. Haben wir noch die Pistole im Inventar? Ich würde jetzt gerne mal auf Pause drücken. Verflucht. Nein, keine Pistole. What the fuck? Wohin? Ah, nach unten. Hier runter. Ganz runter oder höher? Ein Stück höher. Ah, hier geht's durch. Du bist schon wieder vor mir. Zombies! Wirklich keine Pistole. Achtung, auf eine Stromkabel. Oh, fuck. Nebenbei, ist gerade Nacht? Vielleicht. Überlebensrang. Okay. Muss kurz skillen. Lernen Sie, wie Sie Entwürfe effektiver einsetzen können. Sie erzielen häufiger kritische Treffer, was? Hä? Lernen Sie, wie Sie Entwürfe effektiver einsetzen können. Sie erzielen häufiger kritischer Treffer. Was? Ich kann mit Entwürfen kritischer treffen. Ernsthaft? Oh, das mache ich. So. Wo müssen wir raus? Ich glaube... Schnell ausgenügte Fallen. Ach, hier ist eine Tür. Und das Spiel sagt, wir müssen nach oben, aber hier ist. Ah. Okay. Dann mache ich mal schnellweise. Ich konnte aus der Arena entkommen und muss auf dem schnellsten Weg zurück zu Bracken. Errungenschaft freigeschaltet, Schlange im Gras. Mein Kopf! Nein. Na toll, jetzt müssen wir Ausdauer regenerieren, weil Tag ist. Glaubst du, wir verwandeln uns zu diesem Zombie und können dann dadurch Spiele invasieren? Oder wir haben vielleicht eine Superpower, um halt rumzulaufen. Dass wir halt Zombie-Power bekommen. Nee, glaube nicht. Lass mal zur... Ich kann nicht sprinten. Das nervt. Sicheres Gebiet aufsuchen und dann erstmal wieder ausrüsten, oder? Ja. Kannst du auch nicht laufen, nee, ne? Nö. Das heißt, kein Dropkicks. Ah, da rein. Okay, ich hab's geschafft.
Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.